Moin und willkommen hier zur Prospektvorstellung und diesmal Online-Prospektvorstellung von Rossmann, dem Drogeriemarkt. Und ich würde sagen, dann beginnen wir auch gleich. Ja, von Rossmann gibt es keinen Handflyer, also keinen Handzettel selber. Zumindest habe ich den nicht in der Filiale ausliegen sehen und hatte auch keine Zeit nachzufragen. Dementsprechend machen wir das Ganze jetzt online. Die haben sowieso immer ein relativ schmales Angebot. Und schauen wir doch mal rein. Also, das Ganze beginnt hier mit Klasse 1. Aha, wir haben hier die Popper für 2,99. Dann Tischbomben 2,99. Das Ganze von Komet Feuerwerk wieder dieses Jahr. Wunderkerzen, verschiedene Varianten, je 99 Cent. Knallbonbons sind dabei. Ja, also hier, wie gesagt, Klasse 1. Das gibt's auch jetzt schon im Handel. Nicht erst ab dem 29. Dann haben wir hier nochmal eine anscheinend riesengroße Tischbombe oder was soll das sein hier für 3,99 und Bleigießen 1,99 und das Pyromobil sieht eigentlich relativ lustig aus für 4,99. Dann geht das weiter hier mit den letzten Klasse 1 Artikeln und zwar Hits for Kids 4,99, auf jeden Fall ein Klassensortiment zum Aufwärmen. Wir schauen aber eben genauer rein. So, gibt es das Bild auch noch in größer? Nein, nur so. Gut, also was haben wir denn hier? Zwei Kids, wir haben Wunderkerzen drin, wir haben Brummer drin, Knallerbsen, klar. Partyknaller, die Popper sind mit drin. Knallerbsen, wie viele Knallerbsen denn? Da sind Knallerbsen, da und da und naja, Blitz und Donner ist drin. Feuer, okay. Also 4,99. Weiß ich nicht. Lohnt sich, glaube ich, nicht. Dann gibt's hier Partybag, das ist eine prall gefüllte Tasche, aber auch wieder viele Knallerbsen drin und für 7,99, aber auf jeden Fall kann man das mal mitnehmen. Das ist so ähnlich wie das Girls Bag, nur ein bisschen günstiger mit mehr Artikeln für, wie gesagt, 8 Euro auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für die Kleinen. Und dann gibt's noch die Black Flag Schatzkiste, die kann man sich einfach schon gönnen aufgrund des Aussehens. Einfach, weil die so geil aussieht. 185 Teile für 6 Euro kann man auch machen. Auch wenn 85 davon die Knallerbsen sein werden oder mehr. Aber gut. Und jetzt kommen wir zu dem, was ab dem 29. verfügbar ist. Und zwar Klasse 2. Da hätten wir unter anderem das Empire-Raketensortiment, wofür es von mir eine klare Kaufempfehlung gibt. Ihr habt da Raketen drin, ihr habt Leuchtfeuerwerk und ihr habt Böller drin. Warum die Knallerbsen da reingekommen sind, keine Ahnung. Die mussten wahrscheinlich mülllos werden. Aber das Ganze unschlagbar für 5,99 und macht auf jeden Fall was her. Und für den Preis, wie gesagt, unschlagbar. Gültig bis 24.12.? Alles klar, Rossmann. Daran arbeiten wir nochmal. Also, das ist natürlich falsch hier. Das steht verfügbar ab dem 29. Hier steht bis 24.12. gültig. Lassen wir mal so stehen. Ich weiß, dass es das ab dem 29. gibt, deswegen präsentiere ich euch das jetzt. So, dann gibt es die Heartbeat. Die Heartbeats sind für 9,99 Euro zu haben und auch das eine klare Kaufempfehlung. Ihr habt da Raketen, ihr habt Knaller, Böller mit drin, Frösche und Leuchtfeuerwerk. Für, 8,99 sogar nur, statt 9,99, wie gesagt. Und für 8,99 ist das Ganze natürlich auf jeden Fall unschlagbar. Weiter geht's mit dem Lichterfest. Oh, da habe ich falsch geklickt. So, dann üben wir das nochmal. Also, weiter geht's hier mit dem Lichterfest. Mein Gott, warum geht denn das nicht so? Lichterfest. Da habt ihr einiges an Fontänen drin und ich glaube, das werde ich mir tatsächlich auch gönnen. Kleinen Augenblick, ich muss mir das mal eben aufschreiben hier. So, das Ganze für 5,99 und ich würde sagen, da macht man nichts falsch mit. Ihr habt da alles Mögliche drin, ja? Und es lohnt sich auf jeden Fall. Also die Preise sind sehr vernünftig gehalten. Dann gibt es hier Happy Lights.
Auch das Leuchtsortiment, da habt ihr auch fast dasselbe drin wie eben, nur sind ein bisschen andere Artikel mit eingebaut worden, gemischte Lichter auch mit bei und etwas größere Batterien. Für 9,99 € auf jeden Fall kann man das mitnehmen. Wird nicht verkehrt sein und die Artikel sind auch sehr vernünftig. Dann gibt es hier den Familienspaß, das Ding heißt auch so. Und der Familienspaß für 12,99 €. Ja, ist halt wirklich ein Familienspaß, weil da viel Kleinkram drin ist. Klasse 1 ist mit untergemischt. Und ja, sind nur 7 Raketen oder was. Kann man machen für 12,99 €. Ja, da haben die halt bessere Alternativen. Dann gibt es hier die Wunschrakete. Ja, Zettel drin zum Aufschreiben für 3 €. Wer es braucht, ne? Ich hole sie mir nicht. Dann gibt es die 1-Meter-Wunderkerze für 2,99 €. Standardpreis kann man nehmen, wenn man möchte. Muss man aber auch nicht. Dann gibt es die römischen Lichter, sehe ich gerade, für 2,99 €. Auch das, damit macht man nichts falsch. Da dürften 3 Stück drin sein. Und ja. Weiter geht's mit Wolke 7, auch ein Raketenset. Die haben ja echt viele Raketensets. Wolke 7. Habt ihr Raketen, nur Raketen drin, sehe ich gerade. Und ja, für 4,99 €, guckt euch das an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Raketen. Das heißt deutlich unter 1 € pro Rakete. Kann man mitnehmen. Kann man definitiv mitnehmen. Dann gibt es die Sweet Stores oder Sweet Stars. Das sind auch nur Raketen für 7,99 €. Und auch das, ja, 1 € pro Rakete. Ist auf jeden Fall machbar. Ein bisschen mehr ist auf jeden Fall machbar und denke, das wird auch Spaß bringen. Dann gibt es hier die Sunflash. Das ist eine kleine Batterie und 4 Meter Effekthöhe, 30 Sekunden für 4,99 €. Wahrscheinlich überteuert, würde ich mir nicht holen. Dann gibt es hier Born to Fly. Born to Fly ist auch ein Raketensortiment für 12,99 €, ausschließlich Raketen und das lohnt sich auch definitiv. Guckt euch die Anzahl der Raketen an, das lohnt sich definitiv. Und da kann man nicht meckern. Dann gibt es hier die Happy Wave. Die Happy Wave ist eine 100-Schuss 5-Batterie für 3,99 €. Standardpreis kann man auf jeden Fall mitnehmen, wer auf solche Geschichten steht. Ich persönlich ja nicht. Dann gibt es hier Sternkracher. Das ist ein kleines dreiteiliges Set mit Batterien. Unter anderem Storm of Stars ist dabei, Fire Rain und die Techno Flash. 5-Batterie, ja, für 9,99 € natürlich überteuert und zum Aufwärmen ist es in Ordnung, aber wie gesagt, für den Preis würde ich mir das nicht unbedingt gönnen. Was haben wir denn noch hier? Wir haben die letzten zwei Artikel: Turbulanz, die hat 85 Schuss, 30 Sekunden, 16 mm Kaliber. Ja, kenne ich persönlich jetzt nicht. Für 9,99 € kann man da auf jeden Fall nicht viel falsch machen. Kann man mitnehmen und ja, definitiv sieht vernünftig aus. Der letzte Artikel ist ein Verbundfeuerwerk, Magic Dream. Und den werde ich mir tatsächlich auch mal gönnen jetzt zu Silvester. 14,99 €. 4 Batterien, 2 und 2. Und ja, kann man auf jeden Fall mal ausprobieren. Denke, für 15 € kann man dann nicht wirklich viel falsch machen, oder? Gut, also das waren die Artikel. Das war Rossmann. Das war Rossmann. Ja, wie gesagt, die haben halt immer nicht viel. Ist halt ein Drogeriemarkt, was will man da erwarten? Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns. Haben wir noch ein Prospekt? Ja, ein Prospekt kommt noch. Sehen wir uns demnächst wieder. Lass die Finger dran. Und machst du, nee, machst du gut, sag ich gar nicht. Haut's da rein!